Hallo, wenn Sie die Google Startseite öffnen, dann werden Sie manchmal dieses Logo von Google hier finden. Sie werden aber auch manchmal ein abgeändertes Logo finden. Beispielsweise zu Silvester 2010, 2011. Da war das unter anderem der Fall. Solche abgeänderten Logos nennt man Google Doodles und die verlinken dann auf das entsprechende Ereignis, was eben der Anlass war, dieses Google Doodle auf die Startseite zu packen. Wenn Sie nun das gesamte Archiv dieser Google Doodle seit 1998 einsehen möchten, dann können Sie das natürlich einfach in Ihrer URL-Zeile google.com/logos eingeben und dann kommen Sie hier auf das Google Logo Archiv. Hier auf dieser Seite sehen Sie jetzt die verschiedenen Jahre, die mit aufgezeichnet wurden. Also unter jedem dieser Links verstecken sich Google Doodles des entsprechenden Jahres. Dieses Jahr gab es auch schon wieder zwei. Einmal am 1. Januar zum Beispiel kam dieses Google Doodle auf die Startseite oder eben das hier zum 2. Januar. Über dem entsprechenden Google Doodle steht auch immer das entsprechende Datum mit einer Beschreibung, warum das Ganze eingesetzt wurde. Hier zum Beispiel wegen dem Neujahrstag. Und das Global heißt, in welchem Land das Google Doodle angezeigt wurde. Die Google Doodles werden seit 1998 archiviert und das können wir mittels Klick hier auch einsehen. Das erste war am 30. August 1998 auf der Startseite zu finden, damals für das Burning Man Festival, war eine globale Veranstaltung, beziehungsweise das Doodle ist global einsehbar gewesen. Dann war mal eine Weile Flaute in den Folgejahren, beziehungsweise in den Folgemonaten müsste man eigentlich schon sagen. Hier zum Beispiel zu Thanksgiving gab es noch was und zur Beta von Google. Wie gesagt, 1999 gab es dann erst im Oktober, beziehungsweise November, Dezember wieder ein paar Doodles. Und Sie können jetzt eben das ganze Archiv bis 2011, beziehungsweise bis zum aktuellen Datum einsehen und sehen eben die entsprechende Beschreibung auch noch dahinter. Google hat neben diesen Doodles auch noch ein Fan-Logo-Archiv. Das können wir mittels Klick unter Fan-Logos hier einsehen. Hier seht ihr dann praktisch alle Doodles bzw. Google-Logos, die von außerhalb einkamen, mit der entsprechenden Person aufgelistet und das können Sie hier auch mal anschauen. Die Doodle History gibt es hier auch noch unter Doodle History, also die Geschichte von Google Doodles. Dafür sollten Sie ein bisschen Englisch können und dann können Sie sich hier mit Lesestoff versorgen. Gehen wir nochmal zurück auf die Startseite bzw. auf die Logo-Seite. Hier unten haben Sie noch einen Doodle Store. Wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie im Google Store T-Shirts bzw. Artikel, die in irgendeiner Beziehung mit Google in Verbindung stehen, erwerben und dann eben auch tragen. Okay, und falls Sie immer über die aktuellsten Google Doodles informiert werden möchten, dann abonnieren Sie hier unter dem Punkt Doodles den Latest Logos RSS Feed. Hier bekommen Sie dann, wie gesagt, die neuesten Google Doodles, sobald es eine gibt, sei es jetzt global oder in irgendeinem anderen Land. Sie bekommen hier jedes Doodle mit. Einfach hier auf den Jetzt Abonnieren-Button klicken, in die dynamischen Lesezeichen zum Beispiel oder dann eben Ihre Anwendung bzw. Ihren Reader wählen. Okay, wie gesagt, unter google.com/logos ist das Ganze zu finden und hier können Sie dann eben die Google Doodles seit 1998 einsehen. Gut, soll es Fragen geben, dann schreiben Sie mich an, entweder via E-Mail, übers Forum oder über YouTube. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Video. Thank you.